Das war damals eine echt ungewöhnliche Sache. Es gab einen neuen Titel aus der Super Mario Land Serie für den Game Boy, nur ohne Mario. Und das da war der Fiesling vom Vorgänger. Das verwirrte doch so einige. Trotzdem hat das Spiel jedoch einen guten Ruf. Zu Recht? Was taugt Mario Land, Super Mario Land 3 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Nintendos eigenes Studio R&D1 programmiert und von Nintendo natürlich selbst 1994 weltweit veröffentlicht. Später erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Mario Land blieb auch nicht der erste Teil, es erschienen diverse Nachfolger, unter anderem auch auf den Virtual Boy. Die Hintergrundgeschichte beginnt sofort nach Super Mario Land 2. Mario wurde von Mario aus seinem Schloss vertrieben und so macht sich der Fiesling auf, um eine neue Bleibe zu finden. Da erfährt er, dass die Brown Sugar Piraten eine Goldstatue von Prinzessin Peach geklaut haben und Mario diese zurückholen will. Das ist natürlich die Gelegenheit, sich zu rächen. Also macht sich Mario auf den Weg. Das Spiel ist natürlich ein klassisches Jump'n'Run. Allerdings steuert ihr natürlich den etwas pummeligen Wario und der bewegt sich und steuert sich natürlich auch etwas anders als der agile Klempner. Allgemein steuert er sich etwas behäbiger, kann aber genauso auf Gegner springen, um Gegner zu erledigen. Ihr könnt aber natürlich auch andere Upgrades einsammeln, die euch bestimmte Fähigkeiten geben. Diese Dinger kommen in Pötten. Der Stierpott verwandelt euch zum Beispiel zu einem Stier. Mit den Hörnern könnt ihr in der Decke stecken bleiben und eine Stampfattacke ausführen. Der Drachenpott gibt euch einen Drachenhelm. Damit könnt ihr dann, Überraschung, Feuer speien. Mit dem Jetpot könnt ihr über gewisse Strecken fliegen. Diese Fähigkeiten sind also nichts revolutionär Neues, aber doch erfrischend anders. Neben den Pötten könnt ihr natürlich auch Münzen einsammeln. Immerhin will Wario ja ein neues Heim kaufen und das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Außerdem könnt ihr dann auch diese Minispielen verwenden, die immer am Ende eines Levels kommen. Hier könnt ihr dann allerlei Gutes gewinnen oder logischerweise eure eingesetzten Münzen verlieren. Allgemein ist die Levelgestaltung nicht ganz so linear gestaltet und man sollte immer nach links und rechts abseits der normalen Wege Ausschau halten. Es gibt echt vieles zu entdecken und einzusammeln. Für Abwechslung in Leveln ist natürlich auch gesorgt. Es gibt 8 verschiedene Welten mit jeweils 5 Leveln. Am Ende kommt natürlich auch wie immer gewohnt ein Boss. Diese sind alle herrlich abwechslungsreich gestaltet und so wird euch nicht so schnell langweilig. Während der Vorgänger ja vom Schwierigkeitsgrad her relativ einfach war, ist dieser Teil schon etwas knackiger, aber durchaus schaffbar. Den Fortschritt des Spiels könnt ihr bequem per Batterie-Safe abspeichern. Die Grafik ist der Hammer. Euch wird hier auf jeden Fall eines der am besten aussehendsten Spiele des Systems geboten. Die Level sind alle sehr schön detailliert und abwechslungsreich gestaltet. Ein wahrer Augenschmaus. Und der Sound, da steht in dem nichts nach. Die Musik ruft prima vor sich hin und die Effekte sind natürlich auch immer passend. Was taugt Mario Land 3 für den Game Boy also heute noch? Wie von Nintendo nicht anders zu erwarten war, erwartet euch hier ein fantastisches Spiel. Ich finde es sehr toll, dass hier auch mal etwas anderes gewagt wurde. Es kommt meiner Ansicht nach nicht an den grandiosen Vorgänger heran, ist aber auf jeden Fall ein wunderbares Spiel, das ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Das war der Test zu Mario Land für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.